Ich würde einfach mal behaupten, dass gut 90% der Rohköster, die ich jetzt zum Beispiel im Internet antreffe, nicht wissen, was sie da tun. Volle Licht. Und ich dann auch fast das Zeitliche segnen musste, bis ich mir dann einen richtigen Mentor gefunden habe, der seit die vegane Ernährung, besonders die Rohkost, wird von einigen Menschen als sehr gesund betrachtet, weil sehr viele Menschen sich von ihren Krankheiten, von ihrem Leiden befreien konnten, besonders auch von den chronischen Krankheiten. Ich bin selber pflanzlicher Rohköstler und habe auch Freunde, die genauso Rohköstler sind und von diesen gesundheitlichen Vorzügen auch berichten können. Nur solltest du genau wissen, was du auch da tust. Und ich würde einfach mal behaupten, dass gut 90% der Rohköstler, die ich jetzt zum Beispiel im Internet antreffe, nicht wissen, was sie da tun, sondern mehr die Rohkost als Ernährung betrachten und nicht das, was sie denn eigentlich ist. Und zwar nämlich eine Reinigungsprozedur. Weil ich kann mir dann sonst nicht erklären, wie das dann manche Menschen schaffen, wie beispielsweise Sana Samsonova, die mit 39 nach 5 Jahren Rohkost dann doch das Zeitliche segnen musste, weil sie sehr viel trocken gefastet hat, gleich sofort mit einer Obstdiät wahrscheinlich angefangen hat, sehr viel gefastet hat, sehr viele Säfte zu sich genommen hat und so weiter. Und sie hat letztlich eigentlich genau das, was ich am Anfang gemacht habe, wo ich dann letztlich einfach auch nur im Internet nach den ganzen Predigern dann geguckt habe, die zum Teil auch nicht wissen, was sie da tun. Hauptsache, die verkaufen ihre Nahrungsergänzungsmittel. Und dann ist auch das mir passiert, wo ich dann sehr schnell sehr viel Gewicht verloren habe und ich dann auch fast das Zeitliche segnen musste, bis ich mir dann einen richtigen Mentor gefunden habe, der seit Jahrzehnten die Rohkost macht und die ganze Prozedur dahinter auch erklärt. Nach einigen Berichten zufolge war die Lieblingsfrucht der Influencerin die Durian und sie war auch sehr viel auf Rundreisen, zum Beispiel Sri Lanka und Thailand, wo sie auch letztlich dann nicht zurückgekommen ist, weil sie am letzten Tag, wo sie dann abgeflogen ist. Ich habe mir auch einige Bilder von ihr angesehen, ist sehr dünn, also den klassischen Christian, wie ich es damals auch gemacht habe, weil ich einfach reingestürzt bin, hauptsache einfach mal Trockenfasten oder Obstdiät machen oder zu wissen, was man da tut. Und was mir auch aufgefallen ist, sie war sehr spirituell, also sehr viel Meditation. Das heißt, sie war dann sehr stark wahrscheinlich in dieser Esoterik-Bubble auch mitgefangen, wo halt alles Licht und Liebe ist, wo man ein bisschen engstirnig ist, manchmal auch eine gewisse Ignoranz an den Tag legt und man dann diese Rohkost auch als eine Art Ideologie dann auch sieht, beziehungsweise Religion, und einfach behauptet, es wäre gut und die ganzen Hintergründe dahinter nicht versteht und jeder, der da was dagegen sagt oder Kritik äußert, dann gleich als böse dargestellt wird. Und das ist auch sehr gefährlich. Was böse? Weil es da draußen einige Menschen gibt, einige würden sie jetzt auch als Scharlatane bezeichnen, die sich halt vielleicht nur ein bisschen oberflächlich mit der Rohkost beschäftigt haben, aber halt hier Kurse, Nahrungsergänzungsmittel oder sonstige Gesundheitsprodukte verkaufen, halt hier ihr Unternehmen schnell aufgezogen haben, um einiges auch an Geld zu verdienen. Das heißt, an dem Leid von den Leuten halt mitzuverdienen, weil es ja so, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Sinneswandel hast oder auch krank wirst, dass halt dann die Leute vehement sich an etwas klammern wollen und halt aus ihrem Leid rauskommen. Und das ist halt dann diese Gefahr, wenn du da diese Mischung hast aus gesundheitlichen Aspekten und dann auch diese Esoterik. Da habe ich letztens ein Video gesehen, wo eine Fake-Seite aufgebaut hat und hier Heilsteine an Influencer weitergegeben hat und die halt dann Werbung für diese Heilsteine gemacht haben, also beispielsweise, dass sie Krebs heilen oder sonstige chronische Leiden auch einfach beenden und die Influencer das dann nicht gemerkt haben, dass das halt einfach nur Fake ist. Neben solchen doch fragwürdigen Geschäfte finde ich es auch sehr interessant, wenn dann so Frutarier zum Beispiel gefährliche Ratschläge geben, beispielsweise, dass man jetzt von Anfang an nur Früchte essen sollte, weil man sich da halt besser fühlt, man hat mehr Energie, man ist leichter, die Verdauung läuft besser und man empfindet dann einfach viel mehr Lebensfreude. Unter gewissen Umständen würde ich auch sagen, ja, das stimmt. Das ist, wenn man es auch bei Arnold Ehret liest, der propagiert ja auch zum Beispiel eine Obstdiät. Problem dabei ist einfach nur, wenn du zum Beispiel Arnold Ehret liest, der hat ja jetzt keine Obstlehre aufgestellt oder dass wir jetzt nur Früchte essen, sondern er hat eine Fastenlehre aufgestellt mit der schleimfreien Heilkost beziehungsweise einen Teil von diesem ganzen Reinigungsprozess aufgelistet. Ja, Früchte haben sehr viele positive Effekte, die können aber dann auch schnell umschwenken und dann die ganzen negative Folgenerscheinungen dann auftreten lassen. Interessant ist, dass das auch Arnold Ehret in seinem Buch erwähnt, dass man da nicht einfach reinsteigen sollte ins Fasten oder in die Obstdiät. Der nennt das sogar dieser ignorante Typ, der dann einfach sagt, okay, der beginnt jetzt einfach ohne irgendwie sich zu informieren oder sich einen Mentor zu suchen mit dem Fasten und mit der Obstdiät, macht dann irgendwas und dann
funktioniert es nicht ganz oder wird auch gar lebensbedrohlich. Sagt er, nicht einfach von heute auf morgen mit der Obstdiät beginnen, weil das sehr lösend und entgiftend wirkt. Wir haben uns über Jahre hinweg einen falschen Körper aufgebaut. Das heißt, die ganzen Füllstoffe, die wir uns durch eine denaturierte und Kochkost aufgebaut haben, die halt überall in unserem tieferen Gewebe auch vorhanden sind, in unseren Organen, in unseren Zellen, in unseren Knochen. Und sobald wir dann anfangen, beispielsweise wie die Jana, sehr viel zu fasten, trocken zu fasten, Saftfasten zu machen, sehr viel Obst zu uns zu nehmen, dann hat der Körper jetzt mehr Zeit, weil er nicht so lange verdauen muss, mehr Zeit, um halt die ganzen Altlasten, den Schleim und die Gifte auszuscheiden, die hier natürlich auch in unserem tiefen Gewebe vorzufinden sind. Und diesen falschen Körper wird nun abgebaut und eine Obstdiät, Saftfasten oder auch Trockenfasten, die sind ja vom Reinigungsprozess her sehr weit oben. Das heißt, der Körper hat jetzt enorm viel Zeit und Energie, den ganzen Müll rauszuwerfen. Folgeerscheinung davon, du hast ein starkes Untergewicht, also so wie bei mir am Anfang. Du wirst sehr viel Gewicht auch verlieren, weil die ganzen Altlasten rausgeworfen werden. Du wirst auch dann später irgendwann, wenn diese positiven Effekte dann rauskommen, du hast keinen Puffer mehr. Der Körper entgiftet, weil du hast dann diese ganzen, in Anführungszeichen, Mangelerscheinungen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Reinigungsprozesse oder Heilkrisen von Müdigkeit, Schwäche, Schwindel. Oder auch dann am Anfang auch unreine Haut. Also das ist einfach nur ein Zeichen davon, dass der Körper jetzt gerade in einem Umbauprozess ist, der nicht unbedingt immer schön sein sollte. Vor allem nicht, wenn du diese Hebel zu sehr aufmachst. Also dieses Ventil einfach zu stark öffnest und aus dem Schrank deine ganze dreckige Wäsche über dich überstülpt und du einfach handlungsunfähig bist. Genauso ist das auch hier im Körper, weil du halt einfach alles zu schnell in die Wege geleitet hast und nicht einfach über Jahre hinweg diesen Prozess eingeleitet hast. Zum Rohkostreinigungsprozess ist es auch sehr wichtig, ausreichend Sport zu machen, damit du jetzt hier zum Beispiel etwas Muskeln aufbaust, damit du nicht in dieses ganz so starke Untergewicht kommst oder dass dein Gesicht hier so einfällt oder bei dir man überall die Haut und Knochen auch sieht. Das ist halt dementsprechend einfach entgegenzuwirken. Der falsche Körper wird aufgebaut und du musst halt diesen aerobischen Körper mit hartem Körpertraining auch aufbauen. Das heißt, Krafttraining gehört damit dazu, Dehnübungen, vielleicht Tanzen, Kampfkunst im Garten, halt was machen, also so viel bewegen wie möglich, weil die auch leichte, moderate Bewegungen jetzt, sage ich mal, die auch wieder Energie zurückgibt. Und du musst auch das mit berücksichtigen, dass du auch ausreichend und genug Schlaf brauchst, weil da ladest du Energie auf, da werden auch Hormone mit ausgeschüttet, Wachstumshormone. Und dadurch, wenn du ausreichend und genug schläfst, du auch hier weniger die Tendenz hast, dass du so stark an Gewicht verlierst. Das Problem bei dieser Sache ist, dass unsere Gesellschaft einfach viel zu faul geworden ist und einen inneren Schweinehund haben und die Leute sich dann zum Teil auch viel zu schade sind, sich irgendwie zu bewegen, vielleicht auch Angst haben, dass sie noch mehr Gewicht verlieren. Da kann man sich zum Beispiel mal die Bücher von Galina Shatalova mal etwas genauer anschauen, wie es denn so ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kaloriendefizit hat oder auf die Rohkost umsteigt, wie es da mit dem Aufbau vom Muskel mit zusammenhängt. Natürlich bitte nicht auf diese Illusion dann reinfallen von einem Bodybuilder oder Leute, die halt ins Fitnessstudio gehen. Das sind jetzt wieder ganz andere Stellenwerte oder Richtwerte. Kann man sich da auch mal die Frage stellen, ob die Muskeln jetzt auch durch Füllstoffe aufgeblasen sind oder auch nicht. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, um halt diesen aerobischen Körper aufzubauen, braucht es halt Jahre. Das ist jetzt nicht so, was du von einigen Wochen von heute auf morgen bekommst oder was du in einem Jahr bekommst. Das ist halt jeden Tag rausgehen, immer etwas machen, sich bewegen, im Garten was machen, Disziplin, Sport und Bewegung. Das ist knallhartes Training. Und da haben halt viele einfach nicht die Motivation, diese Disziplin und auch die Geduld, das durchzuziehen. Sie sind einfach schrecklich zu faul. Klar klingt es verlockend, nach Thailand oder Sri Lanka zu gehen, da die sonnengereiften frische Früchte zu essen, das einfache Leben, weg von dem bösen System, was man sowieso für alles Böse auf dieser Welt die Schuld geben möchte, die Natur genießen und das volle Licht. Alles fühlt sich am Anfang richtig wunderbar an, bis die ganzen Heilkrisen kommen und dann du letztlich wirklich im Ausland noch schlimmer sogar in der Hölle bist, wo du halt wirklich diese ganzen Müdigkeit hast, vielleicht Gelenkschmerzen, immer weitere Energieschwächen und dann halt auch mit der Psyche vielleicht nicht ganz so klarkommst, weil das Leben nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Du musst halt auch mal
mit Sachen umgehen, mit Herausforderungen, die halt jetzt nicht in deinem Weltbild so schön Licht und Liebe halt auch sind. Da sind halt auch neue Sachen dabei. Da musst du halt einfach mal durch. Wenn du dich für den Rohkostreinigungsprozess entscheidest, ja, Reinigungsprozess, keine Ernährung, dann würde ich mal vielleicht so eine Brille wie einen Unternehmer aufsetzen. Was? Das alte System? Niemals. Es ist böse. Hochlebe das goldene Zeitalter. Hör mir erstmal zu, was ich dir sagen möchte. Du setzt jetzt zum Beispiel ein Ziel. Sagen wir mal, du möchtest Frutarier werden. Dann sagst du dir, wann genau möchtest du Frutarier werden? Machen wir mal so 10 bis 20 Jahre möchtest du jetzt nur noch von Früchten dich ernähren können. So, jetzt musst du erstmal das Ziel in Teilaspekte runterbrechen. Das heißt, wie gehst du jetzt voran, dass du halt an dieses Ziel rankommst, ohne halt irgendwie Probleme oder Schwierigkeiten. Und dann gehst halt so diesen Reinigungsschritt halt voran. Das heißt, dass du halt vielleicht erstmal anfängst, deinen Fleischkonsum zu reduzieren, deinen Milchkonsum zu reduzieren oder auch deinen Getreidekonsum zu reduzieren, bis du es komplett weglassen kannst. Weil halt die heutige Kochkost auch wie eine Droge ist. Es hat alles Suchtpotenzial. Und du hast dann gewisse Entzugserscheinungen, dann hast du noch Routinen aufgebaut, die dich halt wieder in alte Muster reinbringen. Und das musst du halt auch alles umbrechen, das sind neue Gewohnheiten, die du halt wieder neu in deinen Alltag integrieren musst. Klar kannst du das machen, wenn du irgendwie auf Urlaub gehst, Thailand, Sri Lanka, hast eine neue Umgebung, eine neue Atmosphäre, da fällt es dir vielleicht leichter, die ganze Zeit nur Früchte zu essen. Aber was machst du denn, wenn du wieder zurück nach Hause kommst, in die alten Routinen, deine Arbeitswelt und sowas und dann du sehr viel Stress hast und dann du merkst, okay, die Ernährung hat da funktioniert, weil ich halt da entspannter war, da hatte ich frisches Obst und alles Mögliche, aber jetzt, wenn ich wieder zurück bin, dann funktioniert das nicht ganz. Dann musst du halt einmal schauen, okay, wie kann ich das Ganze kompensieren? Dann baue ich halt mal im Winter zum Beispiel, mache ich halt nur Raw till 4, also 80% Rohkost, 20% am Abend vielleicht nur gebackenes oder gekochte Sachen. Ich mache nur 50% Rohkost und dann, welche Vorgeschichte hast du denn und welche Lebensumstände? Wie lange hast du jetzt zum Beispiel gelebt, ohne irgendwie Sport zu machen? Hast du lange Zeit oder jahrzehntelang Fastfood und den anderen Müll zu dir genommen? Das kommt ja alles mit der Entgiftung dann über die Jahrzehnte hinweg mit raus, weil das ja auch in den tieferen Schichten mit drin ist. Auch Impfungen gehören zum Beispiel da mit dazu. Das tut deinem Körper auch alles sukzessive nach und nach entgiften. Das Problem ist halt, die Rohkost stellen sich viele irgendwie bei der Entgiftung alles linear vor. Also das heißt, mit jedem Jahr wird dein Körper immer reiner. Problem ist halt nur, die Entgiftung ist halt mehr so in einer Welle. Du hast mal Phasen, wo du halt entgiftest, da geht es ja vielleicht weniger so gut, hast du Tiefphasen, dann kommen halt wieder die Hochphasen, wo halt der Körper wieder Energie sammelt, wo halt du die ganzen Gifte ausgeschieden hast und dann kommt halt dann irgendwann nach Monaten, vielleicht auch nach Jahren wieder eine größere Heilkrise, die dich wieder nach unten zieht. Und sehr wichtig ist auch, den Darm zu sanieren, weil du, wenn du jetzt mit der veganen Rohkost einfach anfängst, dein Darm hat sich noch nicht daran gewöhnt, die ganzen Ballaststoffe aus der pflanzlichen Kost mit rauszubekommen. Gifte werden sich da auch wahrscheinlich auch mit abgelagert haben, der ganze Schleim im Darm. Das muss ja auch erstmal alles wieder in Schwung kommen. Da muss ja auch wieder ein anderes Darmmilieu, Darmbakterien mit ansiedeln, dass du halt hier das viel besser verwerten kannst. Und integriere auch unbedingt Sport bei dir mit in den Alltag. Und das halt alles über Jahre hinweg. Also dieser ganze Prozess halt. Und am wichtigsten ist, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Mentor holst. Ich biete zum Beispiel auch meine Dienste hier an. Kann dich coachen und begleite dich dann auch hier über mehrere Jahre hinweg, dass wir diesen Prozess schrittweise bei dir mit in dem Leben integrieren können, dass du dann vielleicht in 4, 5, 6, 7 Jahren in die Anfänge der 100% Rohkost auch zum Beispiel reinkommst, aber einfach so den ganzen Prozess auch vonstatten geht, damit du keine Probleme bei dir im Alltag hast und alles ganz langsam und ohne irgendwelche Schwierigkeiten durchgezogen werden kann. Also gerne für ein kostenloses Gespräch melden, kriegen wir schon alles hin. Und wisst ihr, bevor ihr im Flugzeug steigt und einfach mal so eine Reise nach Südostasien macht, Thailand und Sri Lanka und die wunderbaren Früchte und das Licht genießt, würde ich mich erstmal um die alltäglichen Sachen mal kümmern, weil das holt dich natürlich auch ein. Das heißt, ich würde mir vielleicht erstmal eine ortsunabhängige Einnahmequelle generieren. Also zum Beispiel ein Online-Business, damit du keine Kopf- und Magengeschwüre allein durch die finanziellen Aspekte hast, weil das kann auch enorm viel Energie und Stress für dich kosten und dann kannst du schon mal vergessen, dass du irgendwie nur frutarisch unterwegs bist.
ist mir wurscht, was der sagt, ich mache trotzdem die Reise. Wie wäre es mal, wenn ihr zum Beispiel so einen Shaolin-Tempel dort drüben in Südostasien mal besucht und dort bei dem mal im Training mitmacht, um einfach zu sehen, wie körperlich aktiv ihr denn eigentlich wirklich sein sollt. Da lernt ihr auch den Kopf mal abzuschalten, den Prozess auch zu genießen, da lernt ihr auch sehr gut den Fokus halten zu können, weil es ist was ganz anderes in der Meditation zu sitzen, da irgendwie die Gedanken abzuschalten, während ihr zum Beispiel in einem Sparring seid und zum Beispiel mal ein paar Schläge abwehren sollt, damit ihr vielleicht nichts auf die Fresse bekommt oder auf dem Boden landet. Ihr könnt auch Meister Yang in Hongkong besuchen. Der bringt euch zum Beispiel traditionelles Tai Chi bei und dort werdet ihr auch zu 100% lernen, euren Fokus auch halten zu können. Ein persönlich mir sehr wichtiger Punkt, kommt mal aus eurer New Age Bubble da erstmal raus. Die ist komplett destruktiv, dieses Einteilen in Gut und Böse und das mache ich nicht und das und noch die ganzen verschiedenen Ernährungsweisen, wo wir uns dann selber an den Hals gehen, vegan, vegetarisch, carnivore, omnivore und wir fetzen uns einfach gegenseitig umher wegen der Ernährung. Wir diskutieren dann, welche Ernährungsweise ist denn überhaupt gesünder in einer Umwelt, die schon schädlich für uns alle ist, wo wir dann überhaupt gar nicht mal wissen, ob das jetzt wirklich von der Ernährung ist, ob wir gesünder sind oder ob wir dadurch krank geworden sind oder ob es einfach die ganze Umweltverschmutzung, die ganzen Pestizide, die Medikamente, der ganze Plastikmüll, Schwermetalle, die überall hier rumschwirren, die auch schon in den Körper mit nachzuweisen sind, anstelle mal das zu beseitigen mit Hilfe von einer Permakultur. Also ich würde vorschlagen, wir kümmern uns erstmal um die Natur, bauen die erstmal rauf, fördern die, tun die ganzen Umweltgifte mal beseitigen. Permakultur, ach, mein Kanal beschäftigt sich ja neben Gesundheit auch mit Permakultur. Findest du hier an der Seite spannende Videos, wie wir jetzt zum Beispiel Boden aufbauen können, fördern. Auch Tierhaltung habe ich auch kein Problem damit. Soll doch jeder machen, was er will, wenn er Tiere schlachten möchte oder nicht. Ob er Tiere essen möchte, ob er vielleicht nur wie ein Breatharian von Licht und Liebe leben möchte, ist mir alles egal. Hauptsache die Natur ist intakt, weil davon können wir alle einen großen Nutzen davon ziehen. Und ich würde mal sagen, ab in den Garten.